fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Da. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Na, wisst ihr schon, um welches Tier es heute geht? Richtig, um den Fuchs. Und jetzt spitzt mal eure Ohren und hört mir ganz genau zu. Habt ihr nicht gehört? Nee? Der Fuchs schon. Der hat nämlich wahnsinnig gute Ohren. Für den klang das jetzt gerade so. Markus, kannst du mal kurz mit deinem Mikrofon kommen, bitte? Und weil er bei dem Krach schon längst über alle Berge ist, gehe ich jetzt erstmal auf Spurensuche. Hier im Böhmerwald in Tschechien gibt es nämlich wahnsinnig viele Füchse. Ich mache mich jetzt auf die Socken und alles, was ich über den Fuchs herausfinde, stelle ich natürlich für euch in meinen Blog. Hier die ersten Infos. Auch wenn er ihnen gar nicht so ähnlich sieht, der Fuchs ist eng mit dem Hund und dem Wolf verwandt. Wie bei den Hunden heißen auch die Fuchsmännchen Rüden, die Weibchen Fähen. Füchse haben einen schmalen Körper und lange, schlanke Beine. Wenn es kalt ist, decken sie das Gesicht mit ihrem langen, buschigen Schwanz zu. Füchse sind sehr leicht. Sie wiegen nur etwas mehr als eine Katze. Deshalb können sie besonders weit springen und Hindernisse wie Baumstämme und Wurzeln locker überwinden. Was besonders bei jungen Füchsen auch mal schief gehen kann. Wenn Füchse rennen, werden sie bis zu 50 Stundenkilometer schnell. Sie können sogar kurz mit einem Moped mithalten. Schaut mal die Ohren. Sie sehen so ein bisschen wie Trichter aus. Und diese Trichter fangen alle Geräusche ein. Deshalb kann der Fuchs sogar hören, was unter der Erde passiert. Und sie haben eine ganz feine Nase. Füchse riechen 450 Mal besser als wir Menschen. Sie können sogar riechen, ob ein Tier krank ist. Dem Fuchs bin ich bis jetzt noch nicht auf die Schliche bzw. auf die Spur gekommen. Dafür habe ich einen echten Wald- und Wiesenexperten getroffen, und zwar den Jan. Hey! Hey. Sag mal, du kennst dich hier richtig gut aus. Ich sollte. Ich bin hier zu Hause. Ich kenne hier eigentlich jeden Baum. Okay, wunderbar. Wollen wir auf Spurensuche gehen? Ja, gerne. Dann komm. Jan meint, dass wir jetzt echt Glück haben müssen, um einen Fuchs zu sehen. Denn der ist normalerweise nur nachts unterwegs. Oh Mann, ey, das ist doch echt ätzend. Die Leute schmeißen ihren Müll einfach in den Wald. Aber Paula, du wirst nicht glauben, das ist unsere wirkliche erste Fuchsspur, die wir hier sehen. Was, echt jetzt? Vor allen Dingen, du kannst auch echt gut dabei sehen, dass der Fuchs wirklich alles isst. Wir haben hier zum Beispiel ein Ei oder das hier ist zum Beispiel eine Wurst. Ja, nee, ist klar, ne? Geht der Fuchs in den Supermarkt und kauft sich erstmal eine Salami und ein Ei. Woher hat er das denn? Ich glaube nicht, dass er einkaufen war. Aber das waren ein paar Waldarbeiter, die hier gelassen haben. Ah, okay. Und da war einfach noch ein bisschen Wurst mit dabei. Und das hat sich der Fuchs dann genommen, auseinandergerissen und die Reste gegessen. Und vor allen Dingen, hier sehen wir, hat er dann auch seinen Kot abgelassen. Ach so. Du, das heißt aber, dass wir hier vielleicht eine Fuchsspur entdecken. Ich bin mir ganz sicher. Komm, wir schauen. Füchse sind nicht wählerisch. Sie fressen alles, sogar unsere Abfälle. Hey, guck mal, Jan, ich habe eine Spur gefunden. Das sieht gut aus. Sag mal, ist das von einem Hund oder könnte das jetzt echt von einem Fuchs sein? Das ist ganz einfach zu erkennen. Erstens, der Hund, der hat einen viel breiteren Abdruck als ein Fuchs. Und es gibt, wenn du dir nicht sicher bist, noch eine zweite Möglichkeit, wie du es auf alle Fälle erkennen kannst. Aha. Und zwar, du siehst hier die hinteren Ballen und da die vorderen Ballen. Und wenn du jetzt ein Stöckchen nimmst und das dazwischen legst, dann siehst du, dass dieses Stöckchen weder die vorderen noch die hinteren Ballen berührt. Ja, stimmt. Und bei einem Hund wäre das anders. Da würden nämlich die hinteren Ballen und die vorderen Ballen würden dieses Stöckchen berühren. Und wo sind die anderen Spuren? Ich sehe jetzt, ist das noch eine? Aber das ist auf alle Fälle, ja. Weißt du, das ist auch noch ein Unterschied zwischen Fuchs und Hund. Aha.
Der Fuchs, der setzt die Füße quasi so in einer Linie voreinander. Also praktisch so? Ganz genau. Und der Hund wiederum, wenn der läuft, dann hat er die Füße nebeneinander. Und daran kannst du auch erkennen, dass das hier ganz eindeutig eine Fuchsspur ist. Okay. Jäger nennen dieses in einer Linie laufen Schnüren. Hier könnt ihr noch mal sehen, dass die Fuchsspur oval ist und der Abdruck einer Hundepfote rund. Falls ihr nicht sicher seid, einfach den Stöckchentrick anwenden. Schau mal, Paar, hier habe ich was gefunden. Hast du eine Vorstellung, was das sein könnte? Ja, ich glaube, ich weiß es. Du hast es mir vorhin schon mal gezeigt, ha? Richtig, ja. Das ist Fuchskacke. Nennt man auch Fuchslosung, ja? Aha, okay. Boah, da ist ja alles drin. Moment. Sehr schön, kannst du hier nämlich auch sehen, was der Fuchs alles isst. Oh ja, das sieht man echt. Das ist ja echt. Ja, da sind Haare drinne, ja? Mhm. Und du siehst hier das Weiße, das sind Knochen. Der Fuchs isst sehr viele Mäuse und das sind in der Regel dann immer Mäuseknochen. Krass, echt, da sind echt Knochenstückchen drin. Ja. Und was du hier siehst noch, das sind Haare und das ist von einem Wildschwein. Wie von einem Wildschwein? Moment, so ein kleiner Fuchs kann doch nicht so einen riesen Wildschwein reißen. Weißt du, das ist Aas, das heißt, das Wildschwein ist schon tot und liegt irgendwo im Wald und die Fuchsmutter kommt, okay, reißt ein bisschen was raus und bringt das dann ihren Jungen. Alles klar, okay. Also daran sieht man, dass der Fuchs wirklich alles frisst. Und das zeige ich euch jetzt noch mal genauer. Füchse sind echte Überlebenskünstler, weil sie überall was zu fressen finden. Deshalb können sie im Wald, auf Wiesen, Äckern und sogar in der Nähe von Städten leben. Junge Füchse jagen Insekten wie Heuschrecken oder Käfer. Später wagen sie sich auch an größere Beutetiere ran. Dieser kleine Fuchs macht heute seine erste Bekanntschaft mit einem Igel und muss feststellen, dass der ziemlich piekt. Das tote Reh hat der Fuchs schon von weitem gerochen. Seine feine Nase hat ihn hierher geführt. Füchse fressen auch Aas, also tote Tiere. Am liebsten würde der Fuchs das Reh jetzt wegschleppen, aber dafür ist er nicht stark genug. Frösche, Mäuse und Vögel stehen ebenfalls auf seiner Speisekarte. Dieser junge Fuchs hier ist zum Glück eher neugierig als hungrig. So ein Kaninchen wäre für den Fuchs ein richtiger Leckerbissen, wenn er an das Langohr rankommen würde. Doch er ist ja schlau und so macht er sich eben über das Futter der Hühner her. Wenn ihr demnächst mal wieder in den Wald geht, dann passt gut auf euer Picknick auf. Denn sonst könnte es euch wie diesem Mann ergehen, der gar nicht merkt, dass hinter ihm ein schlauer Wurstbroträuber auf Tour ist. Jetzt haben wir gesehen, wie schlau der Fuchs ist, wenn es ums Fressen geht. Der hat aber noch ein paar Tricks auf Lager und die zeige ich euch jetzt. Dazu brauche ich jemanden, der mir... Ah, Anja! Anja ist unsere Regisseurin und Anja, würdest du mir die Krähe machen? Ja. Ja, okay. Krähen sind nämlich Aasfresser. Und wenn der Fuchs eine Krähe fangen will, dann macht er Folgendes. Er stellt sich tot. So. Also, ich bin jetzt der Fuchs und stelle mich tot. Dann denkt die Krähe nämlich, sie kann mich fressen und kommt ganz dicht an mich ran. Ja, so macht er das, der Fuchs. Und ich kenne noch einen. Pass auf. Anja, machst du mir einen Hasen? Okay, Hase. Alles klar? Okay, pass auf. Der Fuchs ist so im Wald, ne? Und sieht da hinten das Häschen rumhüpfen. Und dann tut er einfach so, als würde es ihn überhaupt nicht interessieren. Und dann kommt das Häschen immer näher. Anja, du musst näher kommen. Okay. Ich bin überhaupt nicht interessiert an dir, Häschen. Überhaupt nicht. Und es kommt immer näher. Ja, sehr gut. Und so fängt er dann eben auch den Hasen. Jan, jetzt sag mir doch mal, wo wir hingehen. Wir gehen jetzt Meister Reinecke besuchen. Meister Reinecke, ich denke, wir suchen Fuchs. Früher in Fabeln hat man den Tieren Namen gegeben. Und Meister Reinecke, das war der Fuchs. Ah, ich verstehe, das kommt aus der Märchenwelt. Genau. So wie Meister Lampe, zum das Beispiel. War der Hase. Ja. Oder weißt du, wie man den Wolf genannt hat? Ach, wie hat man den Wolf denn nochmal genannt? Isegrim, ha? Genau, ha, richtig. Ah, super. Ja, hier sieht es ja eigentlich auch ein bisschen aus wie in einem Märchenwald. Ha? Sehr schöner Wald. Das heißt, du zeigst mir jetzt einen echten Fuchsbau. Ganz genau. Sehr Komm, cool. Lass uns hingehen. Ja.
Der Böhmerwald ist in manchen Teilen wie ein Urwald, in dem sogar noch Wölfe leben. Doch die lassen sich jetzt am Tag auch nicht blicken, wie unsere Füchse. Aber gleich werde ich ja einen Fuchsbau sehen. Schau mal, Paula. Ja? Hier ist ein Fuchsbau. Siehst du das Loch? Und hier hat noch bis vor kurzem eine Fuchsfamilie gelebt. Alles klar. Boah, schön gemütlich und warm ist da drin, ne? Und guck mal, was ist das hier alles? Die Fuchsmutter bringt ihren Jungen die Beute. Aha. Und das wird dann gegessen und alles, was übrig bleibt, landet dann direkt vor dem Bau. Sozusagen der Mülleimer direkt vom Haus. Und so sieht das aus, wenn der Bau bewohnt ist. Die Fuchsmutter hat einen toten Vogel hier abgelegt. Die beiden Jungen riechen den Leckerbissen sofort. Einer der beiden macht sich auch gleich darüber her. Der kleine Fuchs schleppt das Futter nicht in den Bau, sondern frisst hier draußen, wo er den Rest einfach liegen lassen kann. Jetzt hört er seinen Bruder kommen und will sein Fressen in Sicherheit bringen. Doch der will auch etwas von dem leckeren Happen abhaben. Die beiden fangen an, sich zu streiten und kämpfen wie wild um den Leckerbissen. Guck mal, hier ist sogar ein Knochen. Mach ich direkt mal ein Foto. Mach mal ein Foto. Jetzt hast du gesagt, das war mal ein Fuchsbau oder hier haben mal Füchse gelebt. Leben die hier nicht mehr? Das kannst du daran erkennen, bei der Feder, wenn du mal riechst. Ja. Oh. Stechender Geruch, ja. Aber wenn die hier noch leben würden, dann wäre der Geruch sehr viel stärker. Woran liegt es jetzt, dass hier keine Füchse mehr wohnen? Die werden als Schädlinge angesehen bei uns, weil es einfach zu viele von ihnen gibt. Okay. Und dann werden die von den Förstern geschossen. Ich habe herausgefunden, dass Füchse echt fiese Krankheiten noch übertragen können. Tollwut zum Beispiel und den Fuchsbandwurm. Genau. Ist das auch ein Grund dafür, dass die geschossen werden? Ist auch mit ein Grund, ja. Vor allen Dingen der Fuchsbandwurm ist wirklich sehr gefährlich für den Menschen. Okay, was ich über diese Krankheiten herausgefunden habe, das zeige ich euch jetzt mal. Geht mal her. Ich bin in eine Tierarztpraxis gegangen. Hier kann ich alles über Tollwut und den Fuchsbandwurm lernen. Von Rasso Mantel, dem Tierarzt. Ich kann mich erinnern, als ich noch klein war, da durfte ich im Wald zum Beispiel keine Heidelbeeren essen, weil meine Eltern gesagt haben, die können Fuchsbandwurm übertragen. Stimmt das? Im Wesentlichen ist es so, dass du über den Verzehr von Beeren und solchen Sachen wahrscheinlich dich nicht infizieren kannst. Okay. Aber du kannst deinen Hund zu Hause streicheln. Und wenn der nicht regelmäßig entwurmt ist, kannst du dir durchaus aus dessen Fell was holen. Der Fuchs scheidet zunächst mal mit dem Kot Eier aus, dieses Fuchsbandwurms. Das sieht gar kein Mensch. Und womöglich kann der Hund die aufnehmen und hat die dann selber auch. Oder er wälzt sich da drin und hat sie dann im Fell. Oder er hat sie aufgenommen und dann hat der Hund vielleicht irgendwann mal Durchfall und ist eben nicht so ganz sauber am Fell. Und irgendwo hat er es dann, schlabbert an sich rum, schlabbert dann an dir und schon hast du es auch. Okay. Wenn man den Fuchsbandwurm kriegt, dann ist es unter Umständen für einen Menschen wirklich eine Sache, die sehr, sehr gefährlich werden kann. Guck mal, so sieht der aus. Und der ganze Kerl ist 1,5 Millimeter nur groß. 1,5 Millimeter? Mhm. Der ist winzig. Der ist winzig klein. Das heißt, wir könnten ihn gar nicht sehen. Den können wir nicht sehen. In Deutschland kann man keinen Tollwut mehr bekommen. Ich fahre jetzt aber nach Tschechien, um Füchse anzuschauen. Kann ich es da dann bekommen? Also in Tschechien ist schon vorstellbar, dass du womöglich noch mal einen tollwutkranken Fuchs findest irgendwo. Es ist zumindest da nicht so ganz ausgeschlossen. In Deutschland ist es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Wie würde sich jetzt Tollwut genau übertragen? Also einfach nur durch Streicheln oder? Nein, also Tollwut wird über Biss übertragen. Also ein tollwütiges Tier muss dich beißen. Na, da bin ich ja ganz froh, dass wir hier in Deutschland kein Tollwut mehr haben. Jan, jetzt verrat mir doch endlich, wohin wir gehen. Also ich habe eine kleine Überraschung für dich. Wir gehen jetzt Waschek besuchen. Der hat im Wald zwei kleine Fuchsbabys gefunden. Und die gibt er mir nämlich heute und ich werde die pflegen. Und das verrätst du mir jetzt erst? Weißt du, manchmal muss man einfach listig sein wie ein Fuchs. Du hättest ja sonst nichts gelernt. Komm rein. Okay. Ich bin gespannt, was die kleinen Füchse gerade machen. Na, hier ist ja ganz schön was los. Die beiden hatten Glück, dass Waschek sie gefunden hat. Sonst wären sie im Wald verhungert. Waschek ist Naturfotograf. Er hat bei seiner Arbeit schon viele verwaiste Tierbabys gefunden und großgezogen. Ahoi, Waschek, Jessen, Paula. Waschek. Hallo. Ich habe gerade gesagt, hallo Waschek, ich bin die Paula. Oh, da sind sie schon. Guck mal.
Zur Begrüßung bekomme ich gleich einen kleinen Fuchs auf den Arm. Füchse werden genauso zahm wie Hunde. Es gibt sogar Menschen, die haben einen Fuchs zu Hause. Allerdings sollte man den nicht in der Wohnung halten, denn ein Fuchs wird selten stubenrein. Hier bleiben, schön hier bleiben, nicht runter. Oh, sag mal, Jan, wie kommt es eigentlich, dass die kleinen Fuchsbabys hier leben, meinem Jaschek? Waschek hat sie gefunden. Holzarbeiter haben Holz abtransportiert aus dem Wald. Und dabei hat er diese beiden kleinen Füchse gefunden und hat sie mir eben mitgebracht. Oh. Und wo ist die Mama? Die Mutter. Die Mutter lebt wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Das kann also durchaus sein, dass die Förster sie erschossen haben. Oh, also sie sind verwaist. Das sind Waisenkinder. Kleine Waisen. Kleine Waisenfüchse. Und Jan, sag mal, würdest du mal schnell mein Fotoapparat? Aber klar. Komm, dann dreh ich dir eine kleine Einstellung. Ist es eigentlich ein Weibchen oder ein Männchen? Das sind Weibchen. Ah, ich glaube, sie möchte runter. Dann lass sie doch einfach mal runter. Sag mal, wie alt sind die jetzt eigentlich genau? Die sind 8 Wochen alt. 8 Wochen sind echt noch ganz kleine Fuchsbabys. So, Paula, Waschek geht sie jetzt füttern und du sollst gut zuschauen, weil eins von den beiden wirst nämlich du füttern. Echt? Ja. 3 Monate lang bekommen die Kleinen die Flasche. So lange werden sie in der Natur auch von der Mutter gesäugt. Du sag mal, was kriegen jetzt die kleinen Fuchsbabys? Das ist 9%ige Kondensmilch. Aha. Und mit dabei ist noch Kamillentee. Ah, das ist gut für den Bauch. Genau, damit es besser ist für deinen Bauch. Oh, ich will mehr. Der kleine Fuchs will mehr. Oh, jetzt darf ich aufziehen? Genau, das ist rein. Wie viel? Voll? Mach die voll, genau. Okay. So. So, und jeder von den beiden kriegt 2 Spritzen. Eine voll. Haben wir schon. Und das morgens und abends. Okay. Jeweils 2 Stück. Ich will das nicht hergeben. Schon mit 3 Wochen haben die kleinen Füchse ihre Zähne. Damit können sie dann auch schon ganz fest zubeißen. Eine Katastrophe! Die beiden haben einen Riesenhunger. Und ich muss mich konzentrieren, damit nicht zu viel Milch daneben geht. Die Spritze nimmt Waschek, weil der Sauger einer Babyflasche zu groß wäre. Fuchsbabys werden übrigens, wie bei Hunden auch, Welpen genannt. Das ist eine ganz schöne Schweinerei, die wir hier gerade anstellen. Und ja, ich weiß nicht, eine Fuchsmami gibt's jetzt ja nicht, die dich sauber schlägt. Willst du mir nicht eins abgeben? Da sprechen wir noch mal drüber, Paula. Okay. Ich bin ja auch keine Fuchsexpertin und letztendlich sind's ja wirkliche Wildtiere. Und da muss man sich schon ein bisschen mit auskennen. Das ist kein Hund, den man sich einfach zu Hause in der Wohnung halten kann. Wie lange müssen die eigentlich bei dir bleiben, die beiden kleinen Füchse hier? Bis zum Winter werden die da sein und danach lasse ich sie raus in die freie Wildbahn. Und da werden sie sich dann hoffentlich wieder gut einleben. Echt? Sie kommen wieder wirklich in die freie Natur und können eine eigene Familie gründen und dürfen in der Freiheit rumlaufen. Das ist ja total schön. Warum machst du das eigentlich mit diesen kleinen Füchsen hier, die aufziehen? Und das ist ja auch viel Zeit, die du investierst in diese 2 kleinen Racker. Hm? Ich habe vor 10 Jahren die ersten Fuchswelpen bekommen. Die waren so süß, dass ich also jedes Jahr jetzt Fuchswelpen aufnehme und die bei mir großziehe und dann immer im Winter wieder rauslasse. Ja, das kann ich gut verstehen. Hm. Ich würde es auch machen. Aber ich wohne ja in der Stadt. Da geht das nicht. Ah, Jan, guck mal. Hm. Hier kann man jetzt super gut die Pfoten sehen und kann sehen, ja, komm, streckt sie mir sogar entgegen. Super machst du das. Und kann erkennen, dass sie eher oval geformt sind und nicht rund wie beim Hund. Ganz genau. Und wenn der Fuchs dann später ausgewachsen ist, dann kannst du dann auch die Spuren ohne Schwierigkeiten im Wald erkennen, so wie ich dir das vorhin gesagt habe, mit dem Stöckchen. Das siehst du dann in dem Abdruck. Super. Im Übrigen, die leben noch, die schlafen nur tief und fest, weil sie so einen vollen Bauch haben. Wir bekommen Besuch. Ob die beiden auch neugierig sind und mal die kleinen Füchse sehen wollen? Oder sind sie vielleicht Freunde von Waschek?
Ja, wir haben Besuch bekommen. Ah, Jan, wer ist das? Das ist unser Tierarzt, das ist Ludek mit seinem Sohn. Ahoi, Ludek, hallo. Ahoi. Ahoi. Der Tierarzt muss die beiden Füchse erst untersuchen, bevor Jan sie mit nach Hause nehmen darf. Ludek macht das ganz vorsichtig, damit die Tierbabys keine Angst bekommen. Das kleine Herzlein klopft. Die Herztöne hört Ludek mit einem Stethoskop ab. Er ist zufrieden. Es sind 100 Schläge pro Minute und damit ist alles in Ordnung. Oh, jetzt wird Fieber gemessen. Po. Auch alles gut. Mit der Lupe schaut Ludek, ob sich Ungeziefer im Fell festgesetzt hat. Dann schaut er dem kleinen Fuchs noch in die Augen. Wenn sich die Pupillen verändern, sobald Licht drauf fällt, ist alles in Ordnung. Okay, und in den Hals wird auch geguckt, klar. Ist auch wie bei uns. Jetzt noch eine Entwurmung. Das macht man bei unseren Katzen und Hunden auch. So, ich mache ihm das Maul auf. Vorsicht. Und du kannst ihm das einfach auf die Zunge. Zunge. Einfach auf die Zunge streichen. Das ist eigentlich ganz einfach. Oh, schmeckt dir das? Nee, schmeckt nicht. Schokolade ist es nicht. Danke. Nee. So, okay. Nehmen wir mal. Ja. So, dann müssen wir ihn jetzt noch einsprühen. Das ist gegen Flöhe. Ah, okay, machst du das? Willst du das machen? Ja. Oh je, nochmal wechseln. Okay. Besprühen von oben 5-mal. Also oben am Kopf einfach mal. Okay. Ja. So. Okay, das reicht. Ja. Und jetzt noch am Bauch 2-mal bitte. Okay. Oh. Ich halte ihn dir so. Jetzt wird's kalt. Aber nur ganz kurz. Okay. Okay. So. Nehmen ihn bitte. Ja. Oh. Komm her. So, ich bin auch nicht so gern so lang beim Arzt. Aber was sein muss, muss sein. Damit haben wir ihn jetzt eigentlich fit gemacht. Sehr schön. Der Arzt ist zufrieden, sagt, alles ist in Ordnung. Sehr schön. Was gegen die Würmer haben wir gemacht, gegen Flöhe. Das heißt, ich darf ihn jetzt loslassen. Du darfst ihn loslassen. Komm, du bist entlassen und kerngesund. Ich bin heute in Tschechien auf der Suche nach einem Fuchs. Am Anfang habe ich alles Mögliche gefunden, nur keinen Fuchs. Jan ist der totale Waldexperte und hat mir bei unserem Streifzug durch den Böhmerwald einen super Trick gezeigt. Ich weiß jetzt, wie man eine Fuchsspur ganz einfach von einer Hundespur unterscheiden kann. Spannend war die Besichtigung eines Fuchsbaus und was wir davor gefunden haben. Füchse fressen alles und sie können Krankheiten übertragen, zum Beispiel die Tollwut und den Fuchsbandwurm. Rasso, der Tierarzt, zeigt mir, wie groß der Fuchsbandwurm ist. Nur 1,5 Millimeter. Er ist winzig klein. Absoluter Höhepunkt war die Begegnung mit den 8 Wochen alten Babyfüchsen. Waschek hat sie im Wald gefunden, halb verhungert und alleine. Beim Füttern mit der Milchspritze haben die kleinen Füchse und ich eine Riesensauerei veranstaltet. Aufregend war auch die Untersuchung durch den Tierarzt. Die beiden Füchse sind kerngesund. Zum Schluss gab es noch eine Entwurmungskur. Speck mich. Und am Ende des Tages waren die beiden Fix und Foxy. Für mich und die Fuchsbabys heißt es jetzt Abschied nehmen. Jan nimmt die Welpen mit nach Hause und zieht sie dort groß. Du, das war ein super, super toller, aufregender Tag. Und ich habe echt viel gelernt. Man kann jetzt sogar sagen, dass ich fast so schlau bin wie ein Fuchs. Freut mich, dass es dir gefallen hat, Paula. Ja. Und okay, pass mir gut auf die beiden auf. Werde ja? Ich auf alle Fälle machen. Alles klar, ciao, Jan. Tschüss. Die beiden werden nicht für immer bei Jan bleiben. Sobald sie so groß sind, dass sie sich allein versorgen können, bringt Jan sie zurück in den Böhmerwald. Macht's gut. Sie fürchtet sich nicht. Sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts.